Hallo meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen hier bei Genghis44TV. Jetzt ist es aber endlich soweit. Das große Interview mit Ali Osman steht an. Der Bruder sitzt neben mir. Und Bruder, wie geht's dir? Gut, sehr gut. Es war sehr ruhig um dich. Man hat in der Vergangenheit, sehr präsent in der Szene. Jeder kannte dich, dein Name ist ständig gefallen. In 2011 gingst du mal heiß her in Duisburg. Und dann war es eine Weile sehr ruhig. Es haben Medien verschiedenste Geschichten erzählt. Ich mache das jetzt nicht hier, um irgendjemandem was zu beweisen oder irgendjemandem zu überzeugen. Das sage ich vorne ab, weil das juckt mich nicht die Wolle. Und nur mal um klarzustellen, du machst eine gute Sache, das hat sich ergeben. Ich habe auch einen Grund selber, warum ich das mache. Das werden wir schon in der Karte. Und zum Thema, ich fange mal so an, was mich überrascht hat überhaupt, ich bin schon fast über 2,5 Jahre draußen. Ich bin seit 2,5 Jahren hier in Rheinhausen. Erstmal zu der Strafe. Für die Leute ist das so leicht, das auszusprechen. Ja, 15 Jahre ist erstmal in Deutschland die höchste Zeitstrafe, die du kriegen kannst. Ab da kommt LL, Lebenslänge. Und wer 15 Jahre kassieren muss, das heißt, der kassiert Höchststrafe an Zeitstrafe. So. Das sind ja letztendlich nur die Köter von der Staatsanwaltschaft. Was heißt das? Nichts. Das ist nur auf dem Papierwert. Aber das ist dann die Legitimation, dich zu verhaften. Also dich einzukassieren. So. Und was jetzt auf ja, im Grund von Urhaft ist sowieso was schlimm. Ich sag mal so, da wurde ein Paket im Gesicht geschnitten. Wir hatten eine Table Dance Bar in Recklinghausen. Da haben die irgendwie den Nummernschild gesehen, da war 81 drauf, da wurden die verdächtigt und dann fing so ein Sammelsurium an, dann sind die zu denen nach Hause gefahren und zu gucken, sind da Sachen von denen, wie auch immer. Während der Zeit waren die wohl dann irgendwo im Keller oder keine Ahnung, wurden ein bisschen bearbeitet. Und ganz ehrlich, ich sag, Alter, guck mal, ich war für ein Kodex. Da sind sogar Sensoren drin, dass du kein Handy einschalten kannst.